Vogel. Jawohl. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine der Lehren dieses Jahres ist doch, absehbare Versäumnisse holen einen ein, früher oder später. Und dass die Stabilität der Rentenfinanzen in dem Jahrzehnt, was wir begonnen haben, in den nächsten Jahren, eine extrem schwierige politische Herausforderung sein wird, das ist heute schon absehbar. Und deswegen ist es erschreckend, dass Sie sich weigern, sich darüber Gedanken zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und lieber Kollege Kapschak, also uns korrekt zu zitieren und zu sagen, ja, die FDP, die stellt dann immer die Frage, wie soll das bezahlt werden? Und das dann als alte Leier zu bezeichnen, das finde ich schon bemerkenswert. Ja, wir machen uns Gedanken darüber, wie Stabilität, Solidität und Fairness in der Rente gewährleistet werden können. Und ehrlich gesagt ist das genau die Anforderung, die man auch haben kann als Bürgerinnen und Bürger an die Politik in diesem Haus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und worum geht's? Es geht ganz konkret darum, dass es richtig ist, dass wir die Rentnerinnen und Rentner in diesem Land nächstes Jahr vor einer Rentenkürzung bewahren. Weil dieses Jahr haben wir eine schwere Wirtschaftskrise und nach den alten Regeln, ursprünglichen Regeln der Rente, müssten nächstes Jahr die Renten gekürzt werden. Und im Konsens wurde hier mal politisch entschieden, dass das nicht zuzumuten ist. Und das ist richtig. Worum es beim Nachholfaktor geht, und deswegen, lieber Kollege Kapschak, weise ich auch scharf zurück, weil es schlicht Fake News sind, dass wir für Rentenkürzungen wären. Das sind wir nicht. Sondern worum es beim Nachholfaktor geht, ist, dass in den Folgejahren die Renten so bei den Steigerungen, die kommen werden, verrechnet werden, dass langfristig die Renten nicht stärker steigen als die Löhne. Denn das wäre unfair, weil die Generationen dann auseinanderlaufen. Wir müssen sie aber zusammenhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und so wie die SPD dagegen vorgeht, da muss ich mich schon fragen, lieber Kollege Kapschak, ob das nicht so ein bisschen schizophren ist. Denn was wir als Freie Demokraten hier beantragen, ist nicht mehr und nicht weniger als exakt die Rentenformel zurückhaben zu wollen, die ein gewisser Olaf Scholz als Sozialminister einmal eingeführt hat. Hier zu beantragen, die gute Rentenformel von Olaf Scholz zurückzuhaben zu wollen, das halte ich für vernünftige Politik. Erschreckend ist, dass die Sozialdemokraten hier nicht zu den Überzeugungen ihres Kanzlerkandidaten stehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dass die SPD und auch die Grünen hier sich zunehmend in der Rentenpolitik von Jahr zu Jahr immer etwas mehr anhören wie Matthias Birkwald von der Linkspartei, daran haben wir uns schon gewöhnt. Also wenn die Wählerinnen und Wähler der Grünen wüssten, wie links sie in der Sozialpolitik sind, ich glaube, die Hälfte würde weglaufen. Aber das können sie noch ein halbes Jahr kaschieren. Aber ich will schon den Kolleginnen und Kollegen von der CDU fragen, ob Sie das eigentlich für verantwortbar halten. Denn, lieber Kollege Straubinger, gucken wir doch mal auf die Anhörung, die wir in der Tat gehört haben. Der alternierende Verwaltungsratsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung, nicht irgendwer, der hat klar dargelegt, dass wenn Sie vor Ende dieser Legislaturperiode den Nachholfaktor nicht wieder einführen, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im nächsten Herbst Folgendes passieren. Sie müssen schon im nächsten Herbst eine Rentenbeitragssatzsteigerung beschließen, die so hoch sein wird, dass das 40-Prozent-Ziel bei den Sozialversicherungsbeiträgen nicht zu halten sein wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dass den Sozialpolitikern das egal sein mag, das nehmen wir zur Kenntnis. Aber wie der sogenannte Wirtschaftsflügel der Union sowas mitmachen kann, das fragen wir uns schon. Ist der schon in Weihnachtsferien? Wir halten jedenfalls die Finanzierung der Rente und auch von den finanzierbaren Sozialbeiträgen für eine wesentliche Frage der Gerechtigkeit, nämlich der Generationengerechtigkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und ich höre das immer wieder, dass Sie das Wort Fairness für alle Generationen auch betonen, dass man die Generationen, lieber Kollege Kai Whittaker, ja zusammenhalten müsste, die Rente, die Lasten bei der Rente fair verteilen müsste. Es geht hier allerdings nicht um Worte, sondern dann muss man irgendwann auch Taten folgen lassen und an irgendeiner Stelle mal Verantwortung für eine generationengerechte Rente übernehmen. Darauf warten wir noch heute, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Vogel. Als nächstes hat Matthias W. Birkwald das Wort.